Wir haben wieder einige neue Immobilien ins Portfolio bekommen und in diesem Video zeige ich sie euch. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Diekmann TV. Mein Name ist Nico Maischak. Ich kümmere mich bei uns um das Marketing und ausnahmsweise zeige ich euch heute einige neue Immobilien. Es hat sich nämlich in den letzten Wochen ziemlich vieles getan. Wir haben tolle neue Angebote im Portfolio und in diesem Video gehen wir näher auf einige Immobilien ein. Ich habe für euch genau 4 tolle Sachen rausgesucht und die stelle ich euch heute vor. Viel Spaß, es geht direkt los mit Immobilie 1. Bei der ersten Immobilie handelt es sich um eine Eigentumswohnung und zwar im beliebten Stadtteil von Schwerte namens Geiseke. Hier habt ihr also wirklich eine schöne, ruhige Lage, seid aber dennoch nah dran an der Stadt, seid schnell nach Menden, ihr könnt schnell nach Iserlohn, also die Lage spricht wirklich für sich. Wir haben hier 76 Quadratmeter aufgeteilt auf 3 Zimmer, wir haben einen tollen Südbalkon, einen Freistellplatz, also wirklich alles, was das Herz begehrt und wir schauen in diese Immobilie rein. Für die zweite Immobilie machen wir jetzt einen richtigen Cut, denn wir gehen nach Duisburg rüber zu unserem Partnerbüro. Wir bieten euch hier ab sofort eine ca. 75 Quadratmeter große, urige Bierkneipe an. Ja, ihr habt richtig gehört, Bierkneipe. Ich habe euch nicht zu viel versprochen. In diesem Video ist für jeden was dabei. Auf diesen 75 Quadratmetern habt ihr hier wirklich alles, was das Gastwirtherz begehrt. Wir haben hier schöne, rustikale Deko, einen Biertresen, wir haben einen Kühlraum im Keller. Es ist alles so, wie man es von früher kennt, mitten in Duisburg. Röttgersbach ist das eure Chance, mal euren persönlichen Gastwirt raushängen zu lassen. Alle Infos gibt's hier. Für die dritte Immobilie gehen wir nochmal zurück hier in unser Gebiet rund ums Sauerland und zwar nach Werl-Büderich und hier gibt es wirklich ein ganz besonderes Immobilienangebot. Das hatten wir selber auch noch nicht so häufig. Es handelt sich um einen 1913 errichteten Bauernhof samt Scheune, aber keine Sorge, in den letzten Jahren hat sich hier einiges getan. Mittlerweile präsentieren wir euch hier auf diesem umgebauten Bauernhof gleich 2 Einfamilienhäuser mit einem 8000 Quadratmeter Grundstück. Das Haupthaus verfügt über eine Wohnfläche von ca. 300 Quadratmetern. Ihr habt hier die Möglichkeit, mit einer großen Familie einzuziehen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, 2 separate Wohneinheiten draus zu machen, also super flexibel. Und das Highlight dieses Angebotes ist definitiv die umgebaute Scheune. Diese wurde komplett kernsaniert, modernisiert, renoviert. Sucht euch irgendeinen der Begriffe raus, denn hier ist wirklich alles top. Wir haben hier Fußbodenheizung, modernste Ausstattung und ja, was soll ich noch erzählen? Schaut euch die Bilder an, schaut euch die Informationen an. Das ist wirklich ein super besonderes Angebot hier im idyllischen Werl-Büderich. Pferdehaltung oder generell Tierhaltung ist hier auch erlaubt. Also sehr flexibel, einsetzbar. Alle Infos gibt's jetzt. Übrigens, zu dieser Immobilie haben wir auch einen kompletten digitalen Rundgang gedreht. Schaut hier oben mal in der Infokarte, hier oder hier. Dort findet ihr das separate Video zu diesem Immobilienangebot und könnt euch das alles nochmal in Ruhe anschauen. Und für die letzte und vierte Immobilie reisen wir nach Rheinland-Pfalz
besser gesagt nach Mündersbach. Wir sind hier in der Nähe von Koblenz und ihr seht, in diesem Video machen wir fast die Westdeutschlandkarte voll. Wir haben hier einen 2021 gebauten Bungalow der Marke Heinz von Heiden, also massiv gebaut mit 4 Zimmern und einer Wohnfläche von 126 Quadratmetern. Bungalows ist generell immer eine tolle Immobilie, auch altersgerecht, auch zukunftsorientiert, also auf ebenerdigem Wohnen kann man auch fürs ganze Leben planen, das ist gar kein Problem. Wir haben hier wirklich die bestmögliche Ausstattung. Wir haben hier eine Luft-Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Dreifachverglasung, ein tolles, schönes, grünes Grundstück, eine idyllische Wohnlage. Ihr seht, zu der Immobilie kann man einiges sagen. Wirklich ein tolles Objekt und auch hier, schaut in die Infokarte rein, haben wir ein separates Video gedreht. Dort könnt ihr euch die ganze Immobilie mit unserer Lea zusammen anschauen und alle Infos gibt's nochmal jetzt. So, das waren sie auch schon. Unsere 4 tollen neuen Immobilien. Ich denke mal, da war für jeden etwas dabei. Wenn ihr nichts mehr in Zukunft verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Aktiviert am besten auch die Glocke unten, so verpasst ihr kein neues Video. Wir bringen hier wirklich jeden Freitag tolle Videos, sei es zu Immobilien, sei es zu Neubauthemen oder anderen spannenden Themen aus der Maklerbranche. Deswegen lasst gerne ein Abo da. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr noch weitere Fragen habt oder unsere Makler kontaktieren wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr sämtliche Informationen, sämtliche Links zu den Exposés, alle unsere Kontaktdaten. Meldet euch gerne bei uns. Wir würden uns sehr darüber freuen, euch draußen irgendwo bei irgendeiner der Immobilien kennenzulernen. Bis bald, bis nächste Woche. Ich sage ciao. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Schaut doch hier in der Endkarte rein, dort findet ihr 2 weitere Videos von uns. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Freitag wieder hier auf Diekmann TV.